Moin und willkommen zurück zu einer weiteren und auch letzten Folge von Pile Up. Auf jeden Fall vorerst und bevor wir lang rumschnacken, gehen wir erstmal rein hier. Zack. Genau, die vorerst letzte Runde. Denn wir haben jetzt in der letzten Folge einmal den Highscore geknackt. Wir haben einmal, ich sag mal, in Anführungszeichen zu Ende gespielt. Bis zu den 5000 Punkten, die man erreichen muss. Und danach konnte man ja auch leider nicht weiterbauen. Danach war einfach zu Ende. Also dementsprechend werden wir nochmal eine Runde einfach machen. Ne? Und ich würde sagen, genießen wir auf jeden Fall schön. You will lose in two turns? Ich hoffe nicht. Aber das ist jetzt einfach ein Bug jetzt. Das wäre sonst ziemlich funny. Okay, ist weg. Also ich glaube, ich habe in der letzten Folge ja gesagt, dass wir so gucken, dass wir so hoch wie möglich bauen. Und ich glaube, das ist ein Ziel, was wir, denke ich, doch mal versuchen könnten, diese Runde zu erfüllen, oder? So, das heißt, wir werden natürlich trotzdem gucken, dass wir sicher spielen, etc., etc. So, warte mal, House Factory. So, Fabrik und sowas machen wir alles wieder auf eine Seite aber hin. Ne, aber dass wir natürlich gucken, dass wir so hoch wie möglich bauen. Letzte Folge haben wir das ja so gehandhabt, dass wir immer mal da hochgebaut haben, einmal da, so in der Ecke. Natürlich, letztendlich hatten wir so einen großen Turm einfach, aber wir haben überall mal ein bisschen erhöht. War am Ende aber gar nicht nötig. Und vielleicht können wir dann diese Folge mal schaffen, dass wir ziemlich hoch bauen einfach. Natürlich könnte das ein bisschen knifflig werden mit den Bedürfnissen. Denn natürlich darf Strom mit Gas nicht kollidieren und andersrum. Deswegen könnte das sehr, ich sag mal, spannend werden. So, und hier haben wir direkt schon mal einen Solid Block bekommen. Und direkt schon mal nutzen. Für später. Ja, weil wir brauchen ja, da machen wir hier so in diesem Gebiet, würde ich sagen, den Turm. Oder? Versuchen wir das mal. So ein Park ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang, theoretisch. Können wir meinetwegen gerne mittig machen oder können wir so drüber bauen später? Geht, glaube ich, sehr, sehr gut. Zack. Weiter. Das heißt, gerade haben wir das Bedürfnis Gas und Wasser. Dafür müssten wir natürlich die Sachen auch bekommen. Gas haben wir. Perfekt, perfekt. Kriegen wir das denn auch noch hin, dass du noch da hinten irgendwie davon profitieren kannst? Oder wie sieht das? Wenn ich dich hier ein bisschen drüber baue. Warte mal. Zack. Ah, wie schade. Wie knapp. Wie knapp ich dann dieses Ding hier nicht drankomme. Ja, moin. Hier oben hätte es einfach, wäre es einfach gegangen. Na, egal. Wir müssen ja sowieso die Ecke hier hochbauen und da müssen wir sowieso etwas expandieren, damit wir da auch eine gewisse Fläche einfach hinbekommen. Das ist schon alles easy. Das ist schon entspannt. So, Wasser können wir dann perfekt auch schon mal etwas erhöht setzen. Das ist ja hier solide. Machen wir so. Wunderbar. Hier. Perfekt. Alle Bedürfnisse bisher erfüllt, wobei wir jetzt natürlich zwei neue haben. Aber das kriegen wir auch noch hin. Sehr gut, genau. Strom alles auf einen Haufen. Nicht verteilt. Dann habe ich später keine oder weniger Probleme. Fragile. Ja, fragile Stütze ist immer so ein Ding. Die hat mir, glaube ich, schon in der Vergangenheit öfters mal das Genick gebrochen. Setzen wir einfach erstmal da hin, wobei wir die wahrscheinlich nicht benutzen werden weiterhin. Ist mir dann doch ein bisschen zu risky. So, man sieht jetzt gerade, Strom wäre hier schon sehr praktisch. Aber wir haben auch alles auf dem Haufen, so wie es denn sein soll. Hier ist noch ein bisschen solide, aber ist egal, ne? Weil Wasser haben wir da ja eh schon platziert. So. Und ich denke, wir werden dann diese Runde auch, wenn wir das Casino bekommen, auch mit dem Casino was machen. In der Hoffnung natürlich, ne? Ich drücke jetzt mir hier gerade ganz doll die Daumen, dass wir dann natürlich nur Glück haben und nicht wieder eine Bombe bekommen. Das wäre ungünstig. So, Gas. Gas haben wir da gerade eben einmal gehabt. Das heißt, da ist das Bedürfnis erstmal noch erfüllt. Ich würde es gerne hier hinsetzen. Würde gehen. Und Strom würde, glaube ich, dann gehen, wenn wir es dann hier hinsetzen. Also, dass wir dann hier ein neues Bedürfnis wieder haben. Für später. Sonst machen wir das, warte mal, sonst machen wir das so. Und setzen dich schon mal hier einfach hier oben hin. Ist, denke ich, eine gute Sache. Bis später. Warum nicht? Kann nicht schaden. So, Apartmentkomplex. Meinetwegen auch erstmal drüber. Oh ja, Strom könnte uns gerade sehr weiterhelfen. Mit dem Terrassending können wir leider nichts machen. Also weiter direkt. Zack.
Und wir haben gleich die 600 erreicht. Das heißt, dann gibt es gleich, glaube ich, nochmal einen kleinen Perk. Und wir, glaube ich, jetzt 600 Leute. Oh, das sind aber sehr, sehr viele Sad gerade, ne? Wäre schon sehr praktisch, wenn wir gleich den Strom bekommen. Und wir brauchen theoretisch zweimal Wasser. Auch unglücklich. Let's you path the round, even though you still have a stack of building left by destroying them. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht gehabt. Das ist eigentlich super praktisch. Weil es gibt immer mal so Sachen, die man dann übrig hat und die man gerade nicht bauen möchte. Population of buildings under roof buildings increases. Ja, Population möchte ich ja nicht erhöhen unbedingt vielleicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme das. Weil wenn wir dann mit dem Casino spielen sollten und dann die Bombe bekommen, können wir das vielleicht einsetzen. Vielleicht. Wäre gar nicht unpraktisch. Und hier hätten wir theoretisch schon Casino. Action Building. Jetzt sagen wir, machen das, ne? Komm. Give it to me. Spielen wir mit dem Feuer und holen uns, und holen uns einfach mal das Casino. Dump. Let's you pass around even though... Perfekt. Guck mal, haben wir aber auch noch nicht gehabt. Praktisch, praktisch. Einfach mal eine Müllhalde. Why not? So, Homeoffice. Ja, gerne einmal hier nochmal hin. Zack. Und du kannst einmal dich hier reinpflanzen. Bam, Junge. Sehr, sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder weiter. So, was haben wir denn jetzt? Strom. Das ist sehr, sehr gut. Oh, jetzt kommen wir... Warte mal. Oh nee, wir müssen an die unteren theoretisch wieder rankommen. Warte mal, vielleicht können wir das so. Warte, warte, warte. So vielleicht. Das ist, glaube ich, sehr gut. Dann setzen wir das. Ah, der braucht jetzt auch viel Gas, ne? Und da ist da. Ah, gut, okay. Das ist aber nur einer eventuell. Das ist aber eigentlich sehr, sehr gut. Somit haben wir jedes Bedürfnis einmal getroffen. Zwar ist da oben kein Strom mehr, kein weiterer, aber hier unten haben wir alles erfüllt und ich denke, das ist mal sehr wichtig. Wild, den wir haben wir anscheinend jetzt irgendwie nicht bekommen. Schade. Nun gut, aber werden wir noch schaffen, bin ich mir ganz sicher. Und direkt wieder Strom. Einfach mal wieder reingehauen, kein Problem. Haha, so, Casino, da haben wir es. Setzen wir das einfach mal hier rein, oder? In die Mitte, zack, als Füller. Weil ist ja kein stabiles Gebäude, ist dann dementsprechend für uns irrelevant. Mittig. Also ist egal. Moai doesn't do anything other than always being there for you. Aber das Ding ist solide. Das heißt, es ist schon positiv. Warte mal. Ich brauche ja wahrscheinlich nochmal Wasser demnächst, ne? Machen wir das Wasser doch einfach hier hin. Gar kein Problem. Zack. Damit habe ich gar kein Problem. Also eigentlich eine gute Karte, wenn man das so sehen möchte. So, können wir mal hier die Leistung der Fabriken erhöhen. Das ist tendenziell nichts Schlechtes. Würde ich sagen, machen wir mal hier hin. Zack. Ne, die bleiben trotzdem, die Fabriken alle auf ihrem Space da. So. Brauchen alle wieder Strom. Mensch. Haben wir wieder gerade nur ein einziges Haus. Heißt, geht direkt weiter. Zack. Strom, Wasser, Park. Das ist gerade so das Wichtigste auf jeden Fall. Ein Café. Gives you one terrace and generates 3 Ziegellöcher. Na dann. Oh, den Mülleimer würde ich gern freilassen, ehrlich gesagt. Komisch, dass wir da jetzt irgendwas rüberbauen würden. Aber Dach theoretisch und nochmal eine stabile Sache drüber. Klingt jetzt nicht allzu ungeil. Wollen wir dann... Also machen wir sonst so. Machen wir so, dann können wir da das Wasser drauf platzieren. Wisst ihr, wie ich meine? Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Aber was mache ich mit den restlichen Dächern schon wieder? Ah, komm. Machen wir doch drüber, weil ich weiß sonst nicht, wohin damit. Und das können wir einmal machen. Because why not? Ich dachte auch tatsächlich, jetzt zerstört es direkt ein. Habe ich irgendwie gehofft, dann habe ich da einfach diese Probleme weniger. Und das hätte eigentlich auch gar keine Rode, glaube ich, eh verursacht. Naja, gut, dann... Dann soll es nicht so sein. So, dann setze ich dich einmal hier hin, damit wir nochmal ein bisschen mehr in die Breite gehen. Ja, damit wir ein bisschen mehr Space zum Bauen haben.
Aber man sieht, denke ich, jetzt schon, in welcher Ecke wir so langsam uns nach oben bewegen. Und Park, ja. Können wir eigentlich die... Warte mal, wir können auch das dahin bauen. Dann haben wir es auch alles erfüllt und der Radius ist noch ein bisschen größer. Machen wir. Nicht so dramatisch, dass das ein Dachgebäude ist, weil jetzt haben wir hier die Chance, wieder höher zu bauen. Beziehungsweise hier können wir es ja auch noch und da auch. So, ein Big House, gar kein Problem. Aber ich würde mich mal so langsam wieder über Wasser und Strom freuen. Bin ich ganz early zu euch. Requirement. Ja, beides. Also Requirement und Support nehme ich beides gerne mit. House Factory müssen wir jetzt nicht boosten unbedingt. Ich wüsste nicht wofür. Wir kriegen genug Häuser. Definitiv. Oh, ja gut, Gas ist okay. Ist fein. Können wir theoretisch... Gut, da brauchen wir noch Hilfe, ne? Warte mal. Ah, nee, das will ich un... Das hier? Können wir das dafür benutzen? Dann haben wir halt das Problem gelöst mit dem da unten. Aber hier oben... Gut, dann haben wir das Need auch einmal, aber auch nur, weißt du. Und da hinten können wir das schon direkt einmal eliminieren. Machen wir, komm. Dann darf da aber nichts mehr drauf gebaut werden jetzt. Wichtig, wichtig. Café ist sehr unglücklich, weil dann kriegen wir gleich wieder 1000 Dächer, die ich unterbringen muss. Aber nun gut. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Moai irgendwie so Statue zugebaut. Habe ich gar nicht gecheckt irgendwie. Na gut, egal. Gar kein Problem, gar kein Problem, Leute. Hier haben wir eine neue Stelze, das passt jetzt, denke ich. Und hier haben wir theoretisch eine Plattform. Warte mal, wo brauchen wir Strom? Hier. Ich glaube, hier ist nicht unpraktisch. Zack. Ja, nee, hier muss Wasser rauf, wichtig. So. Und dich? Keine Ahnung. Nein. Zack. An sich doch sehen lassen will nicht. Wieder ein Park. Brauchen wir halt literally wirklich nicht. Weißt du was? Zack. Vor dem Casino einfach mal einen schönen Parken. Den brauchen wir gerade wirklich nicht. Ist eher mehr leicht störend. Und die Leute sind wieder sad. Erzähl mir was Neues. Aber ihr seht auch, wir haben wahnsinnig viele Bedürfnisse theoretisch zu erfüllen, ne? Aber irgendwie kommen die hier nicht ran. Endlich mal Wasser, das Boot mal Zeit. Krieg ich den da hinten nicht zu fassen, ne? Warte mal. Immer kriege ich einen nicht zu fassen. Dann machen wir das jetzt hier hin. Zack. Wichtig gewesen. Ich brauche halt literally so viele Häuser gar nicht. Ich brauche viel, viel mehr Requirements. Leute. Where are my requirements? Das ist hier die Frage jetzt. Das wollte ich sehen. Dankeschön. So. Ich kriege theoretisch Wasser dafür hin, aber damit, dafür wäre halt auch nochmal ganz geil gewesen. Warte mal. Wir gucken erstmal, ob wir mit dem Strom alles kriegen. Weil wir haben gerade eine Plattform bekommen. Let's wait a minute. Ich glaube, die Plattform müssen wir für den Strom benutzen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ja. Jetzt bekomme ich die da ganz oben nicht, ne? Die beiden. Ne, warte mal, den da oben nicht. Aber ist erstmal egal. Hauptsache, wir haben erstmal ganz viel erfüllt. Das kriegen wir irgendwann hin. Gas muss auch demnächst mal wieder ran. Und dich setze ich dann erstmal hier unten hin, damit wir dich da gelöst haben. Zack. Sehr gut. Damit sind die Bedürfnisse gerade wesentlich weniger geworden. Das ist sehr, sehr gut. Das lassen wir erstmal da, die Stelze, aber ganz sicher. Zack. So. Homeoffice bekommen wir gerade auch en masse wieder, ne? Brauche ich in dem in der Kragenweide gar nicht so viel eigentlich. Hätte ich auch gar nicht gern so viel. Und die Leute sind schon wieder sauer, obwohl sie noch gar nicht hier in dem Critical Bereich sind. Finde ich schade.
So, dann werden wir einmal hier oben so bauen, damit wir da neue Gebäude hinsetzen können. Ich weiß, dass gerade die Bedürfnisse ziemlich dringend gebraucht werden, die diversen Sachen hier. Aber wir bekommen sie ja nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Wir bekommen sie gerade einfach nicht. Wir sind knapp noch drüber. Guck mal, was das alles hier aufblinkt. Und wir kriegen nicht die Häuser dafür. Ja, wo ist mein Strom, wo ist mein Gastank, ne? You will lose in 4 turns. Ja. Oh, jetzt steht das Haus da im Weg, ne? Warte mal. Kriegen wir hin. Zack. Entweder der oder wie jetzt? Ja, entweder der da oder der da. Das Ding ist, wir müssen auch ordentlich Gas platzieren. Gas muss hier mehr... Zeig ich überall hin. Oh, das ist gerade wieder so ungünstig alles. Wir machen erstmal hier. Zack. Und haben natürlich wieder 5000 Häuser mehr bekommen, damit wir bloß immer weiterbauen und wieder unzufriedene Leute haben. Das ist essentiell, Leute. Oh, Gastank wäre so wichtig, Leute. Gib es mir bitte. Hier, glaube ich, wäre ein Gastank jetzt perfekt. Wir bekommen das blöde Wasser. Wobei ich nicht weiß, ob das dann damit kollidieren würde. Wasser ist in dem Moment jetzt gerade ein Problem, weil ich das nirgendwo hinsetzen kann. Warte mal, haben wir hier irgendwo ein Dach in der Nähe? Hier. Pass mal auf, warte. Warte. Ihr seht das jetzt gerade nicht, aber ich muss mich gerade an die Stirn fassen, ey. Weil das hier ein bisschen overlappt, kann ich hier den Wassertank nicht hinsetzen. Boah, das Spiel schafft mich gerade. Das kann nicht wahr sein, ey. Was ist denn los hier? Ja, das können wir theoretisch machen, dann haben wir da das Problem gelöst. Dann müssen wir da auf neuen Wasser warten, weil ich wüsste jetzt nicht, wohin sonst, ehrlich gesagt. Und wir müssen leider langsam schauen, dass wir wieder in die wieder in den Glücklichkeitsbereich bekommen. Generates a jail for every building place that this turns. Jail, aber ist für wichtig für was ist die Frage? A factory link for every factory drained. Dann machen wir das, weil ich glaube, fabrikmäßig brauchen wir glaube ich ein bisschen was gerade. Zudem hätte ich gern Storage gehabt, aber den gibt's hier nicht. Also. Casino sicher, aber auch nicht. You see one random building in a casino. Das könnte zu riskant werden. Wir brauchen eigentlich jetzt gerade was Gutes. Wir machen mal Industrie. Komm. Wir machen einfach mal Industrie. Keine Hausfabrik, bitte. Requirements. Aber eigentlich baue ich die doch hier auf dieses Fließband drauf. Warum funktioniert denn das da nicht ordnungsgemäß, oder? Ja, ohne Spaß. Wichtige Frage eigentlich. Zack. Also, man kann sagen, dass wir auf jeden Fall an einer Seite gerade gut hochbauen, aber naja. Aber wir sind noch drüber, ganz knapp. Okay. Und wir haben wieder Wasser bekommen, aber nichts Stabiles. Das können wir machen. Ist ja, glaube ich, gerade so die einzige sinnvolle Möglichkeit, weil wir haben kein stabiles Gebäude wieder bekommen. Sprich, egal wo wir es hinbauen, das wird kaputt gehen. Na gut, komm. Aber wenigstens... Waren die beiden nicht gerade eben angezeigt? Warum habe ich denn das jetzt nicht bekommen? Keine Ahnung. Also eigentlich waren die gerade markiert, das wundert mich jetzt. Aber nun gut. Wäre ja nur ganz wichtig für uns gewesen. Sonst ist ja alles easy. Zack. Ich sag mal so, Gas würde und Wasser, was jetzt mal mit einer guten Plattform einherkommen würde, würde uns gerade... Dankeschön, sehr gut gefallen. Krieg ich wieder nicht alles. Das war klar. Das ist stabil, das ist gut. Warte mal. Hier ist Elektrizität.
Jetzt wäre die Plattform höher besser für Wasser gewesen. Aber ich dachte, ich krieg dann halt... Du kannst das leider nicht irgendwie mit so einem Blueprint dir irgendwie vorbauen.